So, guten Morgen, guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Ihr kennt das Ritual, es ist 10 Uhr morgens und ich habe gepackt. Da steht da, alles erledigt. Und die Routine kommt zurück. Es ist richtig gut, dass ich entspannt bleiben kann und vor allem das Ganze auch genießen kann. Ja, hier bin ich in Montenegro, mitten am Meer. Ihr habt ein paar Sachen gesehen. Ich schneide es euch mit rein. Also hier ist wirklich das Paradies. Was die Campgrounds angeht, könnt ihr euch vorstellen, ist alles ein bisschen eng. Aus einem einfachen Grunde, hier ist nicht viel Platz. Ähnlich wie am Gardasee oder vielen anderen Buchten oder Seen wird das einfach alles ein bisschen gedrungen. Es war okay, es war nicht unangenehm, es war halt ein bisschen laut. Tja, sind wir im Süden. Nicht die braven Deutschen, die um 10 Uhr ins Bett gehen oder um 10 Uhr alle leise machen, sonst gibt es Ärger. Das gibt es ja nicht. Gut geschlafen, habe ein gutes, leckeres Omelett gefuttert und jetzt fahre ich Richtung Eagle's Nest, im coolen Campground in den Bergen. Und morgen mache ich eine Tour durch den Nationalpark. Ja, dann geht's schon mal Richtung Griechenland. Also, ist er dabei, bleibt mal dran. Ich verlinke euch die ganzen Sachen entsprechend unten in der Videobeschreibung und ja, ein bisschen wild aus hier. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Bleibt mal dran. So, bin jetzt unterwegs. Ich fahre jetzt erstmal 8 Kilometer so eine Seeuferstraße, ihr müsst aufpassen, hier ist echt wirklich eng und mit dem Wohnmobil würde es mir wirklich gut überlegen, hier lang zu fahren, weil hier, wenn der Bus entgegenkommt, ist hier völliges Chaos. Gestern auch schon, würde ich fahren, trotzdem. Alter Schwede, na gut, ich glaube, ich habe eine gute Zeit erwischt, jetzt so um 20 vor 11. Alles ein bisschen entspannter hier, wobei auch sagen muss, sind gar nicht mehr die Autos selber, sind die unsicheren Fahrer, die hier mitten auf der Straße stehen, die einen Meter Abstand zum Bordstein haben und eben Gott will nicht überfahren. Was soll ich sagen? Eine Reise wert, immer eine Reise wert, Abenteuer jeden Tag und vor allen Dingen auch raus aus dem gewohnten Umfeld. Kurz von meinen Titelchen weggehen. Nicht etwa anhalten, schaut euch mal dieses Panorama an. Völlig verrückt. Das ist ja wunderschön hier. Denn irgendwie hat man das gar nicht auf dem Schirm. Guckt euch das mal an. Da vorne steht ein riesen Kreuzfahrtschiff. Na gut, die sind halt überall. Mein Schiff. Da hinten ist ein tolles Mittelschiff. Und hier ist ein Panorama. Verrückt. Hinter dem Gardasee und den anderen Comaseen, wie die alle heißen, nicht zu verstecken. Wenn ihr nach Montenegro kommt, fahrt unbedingt mal hier hin und schaut euch das hier an und habt ein bisschen Zeit dabei, weil es lohnt sich wirklich. Guckt mal da, jetzt muss ich euch mal was zeigen. Guckt mal da. Guckt mal diesen grandiosen Ausblick. Alter Verwalter. Wo bin ich hier denn gelandet? Ja, das war jetzt eine Tour da. Diese Straßen, die direkt am Wasser lang führen, die sind natürlich zum einen sehr idyllisch und romantisch, zum anderen eine Katastrophe, wenn der Verkehr nicht läuft. Und es gibt so viele Menschen, die einfach nicht Auto fahren können. Das ist verrückt. Völlig verrückt. Und ich habe das Gefühl, es werden immer mehr von. Ja, wir haben jetzt 35 Grad, es ist hot hier. Ich mache jetzt gleich eine kurze Pause mit einem Espresso und einem kühlen Getränk.
Und dann werde ich mal schauen, dass ich meinen ersten Punkt für heute erreiche. Und ich muss sagen, so langsam fühle ich mich ein bisschen akklimatisiert. Es ist jetzt eine Woche, hat es gedauert. Wie so oft im Leben brauchen manche Dinge ihre Zeit und auch sowas wie hier. The Work and Travel braucht immer so ein paar Tage, ehe man wirklich gelandet ist. Ihr bleibt mal dran, ich nehme euch weiterhin mit. Oh, wieder ein Zwischenbericht von unterwegs. Schaut mal da runter. Ich werde mit zum Reiseführer. Guckt mal da. Was für ein wunderschöner Binnensee mit ganz vielen kleinen Inseln. Ich muss mal gucken, was das für ein See ist. Also mitten hier am Lande von Montenegro, da hast du durch kein Wasser. Ne? Da hast du durch kein Meer und da hast du eher, wenn dann nur Binnengewässer. Sowas wie da, so ein See. Ich glaube, du hast da viele Möglichkeiten, was man auch so overlanding-technisch machen kann. Ich habe da gar nicht so genau geschaut, weil ich ja nicht so wirklich Overlander bin, sondern wir müssen auf diesen Futtermaturen einfach gucken, dass wir die Manufakturen entdecken und dabei auch, da steht da, mit den Kollegen auch hin und wieder mal campen. Ja, Leute, 28 Grad, super Wetter. Ich bin gut drauf. Das Einzige, was diesen Rastplatz halt ein bisschen schlecht ist, ist der wahnsinnige Müll. Also werde ich noch nichts mitnehmen, das tue ich mir nicht an. Also ja, ich weiß auch nicht, was für Vollidioten es gibt, die nicht mehr in der Lage sind, ihren scheiß Müll mit nach Hause zu nehmen. Ich fahre weiter. Der nächste kleine Zwischenstopp. Ich bin hier angelangt an einem Aussichtspunkt, Sehenswürdigkeiten für heute, glaube ich. Und zwar bin ich hier bei Bedrem Fortress, heißt das, glaube ich. Und tja, was soll ich sagen? Hier ist keine Sau. Außer ein paar Maler, die hier wahrscheinlich was in Stand halten oder irgendwie beschäftigt werden müssen. Bin ich hier ganz alleine und so richtig viel zu sehen gibt es aber auch nicht. Also von daher lohnt sich nicht wirklich hier mal anzuhalten. Wobei, der Wind geht, das ist ganz angenehm. Und wenn ich auch einen Kaffee kriegen könnte hier, wäre es natürlich perfekt. Ja, ich habe ein bisschen was gefilmt, das zeige ich euch. Mal gucken, ob ich hier langlaufen kann. Ja, hier geht's. So, also, kommt einfach mal mit. Ich weiß gar nicht, wie alt diese Burg hier ist. Ich vermute mal, die ist schon richtig alt. So, also mal gucken, ob ich hier drüber komme. Okay. Guckt hier. Da ist der letzte Rest vom Schützenfest. Also, tja, kurzer Zwischenstopp. So ein bisschen mal. Ein bisschen Kultur ist auch nicht verkehrt. Ansonsten, guckt mal da. Schöner Ausblick hier in die Gegend und ja, so lernt man die Land und Leute halt kennen, wenn du einfach anhältst, guckst. Und schaust, was gut funktioniert. Das ist ein bisschen was in der Burg. Okay, kulinarisch. Kein Highlight. Ich hab Hunger, hab Durst. Ich brauche einen Kaffee. Bleibt mal dran. So, und weiter geht die Reise. Sorry an dieser Stelle für den doch etwas schlechten Ton. Der Wind war so stark, ich habe das gar nicht so gemerkt. Ja, was soll ich sagen? War enttäuschend. Das war eine alte Ruine, die hat man irgendwie ein bisschen aufgepäppelt. Zu sehen gab es so gut wie nichts mehr. Das passiert natürlich bei diesen Touren auch immer wieder, dass du einfach so ein bisschen auf so ein Touristen-Ding hier reinfällst. Wobei, hier war es ja völlig for free, musste kein Eintritt bezahlen. Und es war einfach, ja, sollte halt nicht sein. So, hier seht ihr, ich halte immer wieder mal zwischendurch an, weil es doch warm ist, weil es doch auch anstrengend ist. Und gleich
könnt ihr sehen, halte ich mitten irgendwie auf der Fahrt in so einem kleinen Café an. Ich drehe ich nochmal um, weil ich habe das gesehen und fahre zurück, weil ich fand das wirklich schnuckelig. Und wenn man so fährt, könnt ihr euch vorstellen, dann ist nicht immer gleich die Chance gegeben, sofort anzuhalten. Also hier gab es einen leckeren Kaffee, tolles kleines Restaurant, sehr nette Bedienung. Das Mädchen war wirklich nett und auch die Sachen, die sie da, die ich mir gekauft hatte, dieses Teilchen, den frisch gepressten O-Saft, der Kaffee, großartig. Und gezahlt habe ich, glaube ich, auch wirklich nur sehr, sehr wenig. Ja, da hinten könnt ihr schon sehen, die Ausläufe des Dumitor Nationalparkes, denn da bin ich gerade auf dem Weg hin. Und hier ist die Anfahrt zum Igelsnest. Ja, abenteuerlich. Hier muss man wirklich gucken und gut recherchieren, weil mit dem großen Camper, mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil kommt man hier kaum durch. Die Brücke war eng. Ihr könnt es gleich nochmal sehen. Auch die Felsvorsprünge waren wirklich alles sehr, sehr tief. Hier ist die Gefahr groß, dass ihr euch einfach festfahrt oder vielleicht sogar euer Auto, euren Camper beschädigt. Ja, was soll ich sagen? Abenteuerliche Anfahrt. Ich war ziemlich müde, auch in dem Zeitpunkt schon. Die Fahrt war wieder lang. Ihr seht ein bisschen was von diesen Felsen. Also wirklich schön. Und die Vorahnung oder die Vorfreude, die positive Anspannung stieg natürlich auch. Hier sieht man ein bisschen was, wie die Felsen so über die Straße ragen. Und gleich werdet ihr sehen, wie wundervoll dieser Campground auch ist. Es ist nämlich einer aus meiner Sicht der schönsten und schönstgelegensten Campgrounds in ganz Osteuropa. Wir haben einige schon gesehen. Das ist wirklich einmalig. Wenn die noch ein bisschen das mit den Duschen hinkriegen würden, dann wäre das nahezu perfekt. Ja, so. Noch zwei, drei Kurven. Dann bin ich auf der Anfahrt. Und hier muss man langsam fahren. Also das Rasen macht hier gar keinen Sinn, sondern hier muss man sich wirklich die Zeit nehmen. Hier geht's ab auf die Schotterpiste. Einmal quer fällt ein. Muss ich kurz überlegen, warum. Rechts rum war der richtige Weg. Und dann kam auch noch jemand entgegen, weil hier passt wirklich nur ein Auto hin. Und man fährt eine ganze Weile, bis man wirklich von quasi an die Felskante dieser Schlucht kommt. Denn dann, oder genau da, liegt das Igelsnest. Ich bin hier kurz angehalten, habe eingecheckt, habe Hallo gesagt. Alles sehr unkompliziert. Und ich konnte auch relativ schnell auf den Campground auffahren. Ihr werdet gleich sehen, das geht durch so ein Tour, muss man aufmachen, kann man alles selber machen. Der Inhaber ist da super entspannt und das ist wirklich wunderschön. Es gibt ein paar Holzhäuser, die kann man mieten, die sind auch sehr komfortabel. Einige der Gäste oder die meisten Gäste, die da waren, haben in so einem Holzhaus gewohnt. Wobei, ihr werdet gleich sehen, da stehen zwei Camper. Hier war so gut wie niemand. Für den nächsten Tag war Unwetter angesagt, das wusste ich nicht. Also war ich der Einzige, der da geblieben ist. Der Rest hat sich verdünnisiert, ein Schweizer und eine Dame aus dem Frankenlande mit ihrem Ford Camper. Hier sieht man noch ein bisschen mal dieses Holzhäuschen. Sehr, sehr schön. Und ja, morgen oder besser gesagt im nächsten Video werde ich euch ein bisschen was reinschneiden vom Unwetter. Das war wirklich fast schon ein bisschen spooky. Beängstigend. Ich habe da auch ein bisschen gebangt um mein Zelt, mein Nachtzelt. Tja, was soll ich sagen? Abenteuer pur. Wie das hier ausschaut. Im Grunde sind wir hier oben am höchsten Punkt angekommen. Ja, ein richtiges Adlernest, ein richtiges Geschenk.
Und ich nehme morgen ein bisschen was auf in der Drohne, damit ihr mal sehen könnt, wie cool das hier ausschaut. Ich bleibe nämlich 2 Nächte, habe ich mir gedacht. Ich hoffe, das Wetter spielt so einigermaßen mit. Das kann natürlich sein, dass es hier ein bisschen gewittrig wird. Ein bisschen donnert es schon. Mal gucken. Tja, manchmal muss man einfach seinem Instinkt folgen. Das habe ich gemacht. Ich bin hier hochgefahren und habe mir gedacht, Mensch, das ist eine gute Idee. Der Tipp kam von dem Dennis und der Judith, die ich in Südtirol getroffen hatte. Die waren nämlich hier mit ihrem Camper. Und das muss wahrscheinlich mit dem Camper ein bisschen abenteuerlich sein, hier hochzufahren. Mit dem Jeep war das eigentlich relativ easy. Der macht das locker aus der Hüfte. Nur so ein Camper wird es ein bisschen eng. Mit dem Wohnmobil geht es, glaube ich, gar nicht. Ja, also schaut hier. Das Adlernest. Ein cooler Campground. Hier gibt es alles. Es gibt Toiletten. Und es gibt keine Duschen. Also müsst ihr ein bisschen Wasser mitbringen. Damit ihr auch mal eine Zeit lang hier oben so ohne Duschen klarkommt. Keine große Sache, kann man schaffen. Ich mache Schluss für heute. Morgen früh bin ich wieder da. Also bleibt schön dran.